Martin Kaltenberg, Titel des Referats: Open Data in Österreich, weiter als die Schweiz? Fragezeichen. Vielen Dank. Guten Morgen. Martin Kaltenberg aus Österreich, wie gerade vorgestellt, von der Semantic Web Company bzw. der Open Knowledge Foundation Österreich. Das ist das Chapter in Österreich, ein bisschen die Schwester von Open Data CH. Wir tauschen uns auch relativ rege aus, aber vorher würde ich sagen, möchte ich noch sagen, kudos for that great initiative. So that's really something that is going on. What is really interesting, und auf der anderen Seite, switching to German again, hat manchmal anscheinend auch gute Seiten, wenn mein Fußball nicht besonders gut ist. Denn die Auswirkungen haben wir gerade gesehen, was alles passieren kann. Also mache ich mir in Österreich keine Sorgen, dass da viel passiert. Gut, der Titel ist provokant, aber in Wirklichkeit geht es darum, Ihnen kurz zwei Initiativen vorzustellen, die wir im letzten Jahr aufgebaut haben in Österreich. Und die da heißen, das eine Open Data Portal Österreich, ODP, und das andere Linked Open Data Pilot Österreich. Und vielleicht ganz kurz zu meiner Person, aber wirklich ganz kurz. Ich habe zwei Hüte auf. Das eine ist mein Firmenhut, das ist das erste, die Semantic Web Company. Hier beschäftigen wir uns sehr intensiv mit Datenmanagement, vor allem semantischen Datenmanagement, Linked Open Data Services, Datenportalen. Und das zweite oder der zweite Hut hier ist die Open Knowledge Foundation Österreich. Wir sind ein Chapter seit 2011, seit 2010 aktiv. Und man sieht hier ein bisschen, wir haben 13 Board-Member, aber eine sehr große Community, die sich da mit all diesen Themen beschäftigt, die auch hier in der Schweiz wichtig sind und immer wieder aufpoppen, wie Open Data, Open Science, Open Glam, also Kunst und Kultur, Open Design, mit dem kleinen Unterschied, dass wir als EU-Mitglied natürlich unter die PSI-Richtlinie fallen und 2015 somit auch gewisse Daten öffnen müssen bis zu gewissen Ausmaß, beziehungsweise auch endlich ein Informationsfreiheitsgesetz bekommen, das wir bis heute nämlich nicht haben, von wegen weiter als die Schweiz, war jetzt ein kleiner Rückschritt. Was ist Open Data, brauche ich Ihnen nicht erklären, es ist trotzdem immer wieder ganz gut, es sind einfach 5 Bullet Points, maschinenlesbar, kommerziell nutzbar, also offene Lizenzen, nicht personenbezogen, aktuell, Vollständigkeit, all diese Prinzipien, die um Open Data rundherum sich ranken, und ich bin mitten in diesem Open Data Portal Österreich. Wie schaut es bei uns aus? Wir haben 2 tolle Preise bekommen, die will ich jetzt nicht strapazieren, ich möchte nur strapazieren, warum wir sie bekommen haben, nämlich einerseits den European Data Innovation Award für die Stadt Wien und andererseits den UN Public Service Award, den ersten Preis von der United Nations, von der UN, wie gesagt, und wir haben diesen daher bekommen aufgrund der Kooperation, die in Österreich stattfindet, nämlich zwischen allen Stakeholdern. Also die Zusammenarbeit von Verwaltung, von Wirtschaft, von Community, von allen Beteiligten, von Research und so weiter und so fort, die gemeinsam versuchen, dieses Thema Open Data nach vorne zu treiben. Die Verwaltung ist bei uns, und ich glaube, das ist ähnlich in der Schweiz, eindeutig federführend soweit, und sagt man auch Open Government Data, im Englischen ist immer Open Data, das Government eigentlich weg. Wir haben in Österreich eine sogenannte Cooperation, OGD Österreich, warum auch immer die englischsprachige Cooperation heißt. Das ist, ähnlich wie André gesagt hat in der Früh, eine Vereinigung der Willigen. Da drinnen sind so um die 25 öffentliche Stellen, die Daten publizieren. Das ist abseits der offiziellen Runden, das ist sowas wie eine Arge. Also man trifft sich gemeinsam, man tauscht sich aus und versucht, dieses Thema voranzutreiben, und die Community und auch die Wirtschaft sind da invited experts. Ich bin einer der Gründer und unter Experten, und wir probieren das voranzutreiben. Das ist keine offizielle, wie es bei uns BLSG-Gruppe heißt, Bund, Länder, Städte, Gemeinden, so schön föderiertes System, sondern wirklich freiwillig. Die Community treibt das Thema, Städte würde ich sagen, und auch der Bund treibt das Thema. Und wir hatten ein Problem erkannt Ende letzten Jahres, nämlich es fehlt uns völlig die Infrastruktur, und auch hier Parallelen zu dieser Übersichtsgrafik, die du mir früh gezeigt hast, nämlich es fehlt für Nichtregierungsdaten eigentlich eine Plattform, und die Lösung ist das Open Data Portal AT. Und dieses Open Data Portal AT, und wir diskutieren es noch immer, wo die Grenze ist, was in Data GVAT, unser nationales Portal, mit dieses ODP hineinkommen muss, kommt alles, was Nichtregierungsdaten sind, soll dort hineinkommen und wird gesammelt, nämlich die Wirtschaft, NGO, also Vereine, Kunst, Kultur, dieser große Glam-Sektor, der immer stärker auch in Richtung Open Data geht, Forschung und Lehre, aber auch Daten zur Zivilgesellschaft. Das heißt, es ist wirklich ein offenes Portal für alle Daten, die nicht Regierungsdaten sind. Auch politische Parteien zum Beispiel stellen hier in der Zwischenzeit Daten ein. Das Projekt selbst folgt den Prinzipien dieser Cooperation OGD Österreich, das heißt auch hier wieder rege Kooperation und Zusammenarbeit, Verwaltung, Wirtschaft und Community.
Wir haben die Metadaten harmonisiert, das heißt, wir verwenden, um in Zukunft auch besser integrieren zu können und durchsuchbar machen zu können, denselben Metadatenstandard, der in Österreich entwickelt worden ist, der auch TCAT-App-kompatibel ist oder App-kompatibel. Das ist der Standard, den die Europäische Kommission mittlerweile, sagen wir, empfiehlt. Wir haben in ganz Österreich und auch im ODP eine CC BY-Lizenz gewählt. Das heißt, alle Daten, die da reinkommen, sind entweder CC BY oder CC Zero, wobei das in Österreich schwer ist, weil man kann sein Urheberrecht nicht abtreten rechtlich. Insofern ist CC BY ein bisschen ein Knackpunkt, aber CC BY auf jeden Fall. Es ist nicht gewinnorientiert und es ist diese Ergänzung und ist ganz schwer verschränkt mit unserem nationalen Verwaltungsdatenportal. Die Projektpartner, die das gemacht haben, ist einerseits die Wikimedia Österreich, gemeinsam mit uns der Open Knowledge Foundation Österreich und mit dieser Corporation, sehr stark das Bundeskanzleramt und die Stadt Wien, die in Österreich auch sehr stark Treiber sind, finanziert. Und das ist sehr interessant, das ist nicht von öffentlicher Hand oder nur indirekt worden, nämlich von der Internet Foundation Österreich. Wir haben eine Förderung, die gibt pro Jahr 1 Million Euro aus, die haben nicht wir bekommen, wir haben einen kleinen Teil nur davon bekommen. Um das Internet in Österreich, das volle Potenzial von Internet auszuschöpfen. Und da drinnen war die Förderung. Wenn sich zeitlich ausgeht, springe ich zu dem zurück, das ist ein 2-Minuten-Video, ich bin mir nicht ganz sicher, sonst schauen wir. Was bietet es? Klassisch, nur halt für andere Bereiche, wie ODP-Portale bekannt sind, Daten, aber auch Anwendungen und neu jetzt in dem Bereich auch Datentools. Und wir versuchen auch die Media Literacy, die Data Literacy ein bisschen zu unterstützen. Redaktionelle News und Highlights, das Ganze ist strukturiert mehr oder weniger in 14 Themenfeldern. Das ist ähnliche Klassifikation wie DataGVAT, in Österreich nennt man das die Lebenslagen. Das war auch das erste Problem, die Lebenslagen im E-Government treffen nicht ganz auf die Kategorisierung von Daten aus der Wirtschaft zu. Und wir haben eine enge Zusammenarbeit und eine sukzessive stärker werdende Integration. Das heißt, es gibt zwar diese beiden Portale, aber sie finden in Kürze auf beiden Portalen auch die Daten der anderen Portale. Das heißt, die Verwaltungsdaten werden angezeigt bei den Wirtschaftsdaten und vice versa. Und wir machen regelmäßige ODP-Community-Meetings und mehr. Ganz offen war das Problem, oder was waren die Findings, das wirkliche Problem, und das haben wir absolut unterschätzt, dass wir begonnen haben, ist die Überzeugungsarbeit, warum andere Organisationen als die Verwaltung im Prinzip Daten öffnen sollten. Das war einfacher bei NPO und NGO, aber in der Wirtschaft war es ganz schwierig. Und wir haben so die wichtigsten Punkte mal hier herausgehoben, warum oder wie es dann funktioniert hat. Wenn Sie das Open Data Portal AT ansehen, Sie werden sehen, da sind nicht die großen Mengen an Datensätzen vorhanden, wobei ich persönlich das Zählen von Datensätzen nicht als Erfolgsfaktor sehe, denn das Zerlegen von Datensätzen, möglichst viele und kleine, ist zwar eine schöne Anzahl nachher, aber das Integrieren wird bedeutend schwerer von diesen Daten, wenn Sie das machen. Sichtbarkeit generieren, also der Faktor war es wirklich einerseits Öffentlichkeit zu sehen, aber andererseits die eigenen Daten in Applikationen zu sehen, also in den Apps selbst. Low-hanging fruits auch ganz einfach, zum Beispiel POIs, also POIs, Points of Interest, die Standorte von Unternehmen, die Newsfeeds, die Events. Sie finden dort auch Produktlisten von Hewlett Packard zum Beispiel, die werden Sie weniger interessieren, aber es ist halt immer die Frage eines Mittelmaßes, aber auch Innovationsfördern, also Crowdsourcen. Viele Unternehmen haben gesagt, das ist ein sehr interessanter Punkt, die Applikationen nicht mehr selbst zu entwickeln, sondern die Daten öffnen und dann zu schauen, wahrscheinlich, oder und ist der Fall ist schon eingetreten, gibt es bessere Ideen auf diesen Daten, als unsere App-Entwickler im Prinzip, die wir beauftragen oder im Haus sitzen haben, zurückfinden, diese Innovationen möglicherweise dann wieder einkaufen oder wie auch immer dann das vonstatten geht. Was kommt als nächstes? Wir gehen in die nächste Runde, das heißt, wir bauen aus, wir evaluieren, wir haben ein Beta-Portal stehen momentan, wir evaluieren es und verbessern es vor allem im Bereich der Datenqualität und der Usability. Eine stärkere Kooperation mit einem Fokus auf Wirtschaft und Open Glam, weil das auch bei uns in die Public Sector Information Directive reinfällt, und eine intensivere Zusammenarbeit mit dem nationalen Portal. Das war das eine Projekt. Ich bin nicht ganz sicher von der Zeit her, wo wir gerade stehen, aber ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das zweite ist interessanterweise auch von der Internet Foundation Österreich unterstützt und nennt sich da Linked Open Data Pilot Österreich. Spielt zusammen mit der gesamten Infrastruktur. Ich möchte Ihnen nicht Linked Open Data erklären, aber es kommt wahrscheinlich immer wieder auch aufs Tableau, früher oder später, wenn man über Open Data spricht, also vernetzte offene Daten. Was ist die Idee? Wir identifizieren, oder wir haben es eigentlich schon gemacht,
30 bis 50 Basisdatensätze, wichtige Grunddatensätze der österreichischen Open Data Infrastruktur. Das können da sein, Postleitzahlen, ja, habe ich jedes Mal drin, vergesse ich rauszunehmen, stimmt nicht, weil das ist bei uns bei der Post. Aber politische Bezirke, Points of Interest, Gemeindekennzahlen, Industrie, wie heißt das, Industriestandards, Sektoren, Wirtschaftssektoren, all diese Dinge, diese Grundlagendaten. Und diese Daten werden als Linked Open Data publiziert aus zweierlei Gründen. Das eine, um sie zu verwenden und besser zu integrieren, weil Linked Open Data ihnen einen sehr schönen Integrationsmechanismus, eine Technologie anbietet, und auf der anderen Seite aber um vertrauenswürdige Referenzpunkte für die Zukunft in der Dateninfrastruktur bereitzustellen. Wir hatten eine Riesendiskussion, wenn Sie von Linked Open Data sprechen, sagten wir auch, man soll die Daten verlinken. Die ersten Gespräche mit unserer Verwaltung war, wir nehmen zum Beispiel, keine Ahnung, einen statistischen Datensatz und dann linken wir den hinein in Schultypen. Gut, Schultypen gibt es zum Beispiel, oder besser Industriesektoren, einerseits auf Wikipedia. Also DPPedia, die Semantic Web Variante, großes Geschrei, das ist aber keine Trusted Source, das ist ja eine öffentliche Crowdsourcing, Sie können doch nicht offizielle Daten in eine Wikipedia hineinlinken. Gut, das gibt es auch auf Eurostat, da waren wir schon beruhigter. Das heißt, die Idee dahinter ist wirklich eine Basisinfrastruktur mit URIs, die referenzierbar sein können, all diese Basisdaten anzubieten in einem ersten Schritt und darauf dann aufzubauen. Hier sehen Sie ganz kurz, wie dieses Projekt abgelaufen ist. Wir stehen momentan drinnen, mitten, ich glaube, wir haben so um die 20 Datensätze publiziert, so 50 werden es werden unterm Strich. Das Ganze ist aufgesetzt, ist dann identifiziert worden, diskutiert worden in langen Gesprächen, sieht man auf dem nächsten Foliensatz, wie wir es gemacht haben, und wir sind in der Implementierungsphase und ganz wichtig dann in einer Maintenance-Phase. Wichtig ist, das Ganze wird unter linked.data.gv.at laufen, auch die gesamten URIs, das heißt, das sind wirklich offizielle URIs und Daten. Was wir gemacht haben ist, wir haben in zwei Workshops alle Stakeholder, vor allem die Verwaltung eingeladen, um gemeinsam nachzuschauen, welche Daten gibt es denn da, die Basisdaten sind. Auch das klingt einfach, war es nicht. Ist gar nicht so einfach zu wissen, welche Daten man im eigenen Haus hat, aber das wissen Sie wahrscheinlich auch zur Genüge. Wir haben uns angeschaut, DataGV.at, jetzt kommt Open Data Portal dazu, es gibt eine Empfehlung der Europäischen Kommission zu Open Data, es gibt die G8 Open Data Charter, es gibt die Empfehlung der Kommission dazu, also es gibt sehr viele Unterlagen, wo Sie dieses Thema Basisdaten finden. Dänemark allerdings, da geht es in einen Bereich rein, den wir nicht machen können, hat ein sehr ausgewogenes und sehr intensives oder gutes Basic Data System, das geht bei uns nicht, weil die Register, die dort auch offen sind, sprich Gewerberegister und andere, sind in Österreich ja, völlig verschlossen und verrammelt. Also das ist ein anderes Thema. Aber die Idee prinzipiell haben wir uns angeschaut und haben dann, das ist glaube ich schwer lesbar, über unsere 14 Lebenslagenkategorien im E-Government versucht, über Register, Taxonomien, Daten, Statistiken, Sensordaten ein Basisdatenbouquet herauszufinden, das in diesen 50 Datensätzen drinnen ist. Und die werden jetzt sukzessive bereitgestellt. Hier finden Sie es nochmal im Überblick. Was das Ganze soll, vielleicht ein paar ganz wichtige Punkte. Es ist wirklich eine Basisinfrastruktur für Österreich. Die Diskussion kann man führen und führen wir auch laufend, warum das eine Internet Foundation fördert und nicht ein Staat Österreich. Das ist aber ein anderes Thema. Es ist ein zentrales Repository für semantische Assets, ähnlich, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das ISA-Programm kennt von der Kommission, dort wird über alle 28 Mitgliedstaaten Ähnliches gerade aufgebaut. Es geht um offizielle und vertrauenswürdige Entitäten, auf die gelinkt wird, eben nicht, nichts gegen Wikipedia, verstehen Sie mich nicht falsch, ich arbeite sehr intensiv mit diesem Ding, aber es ist halt nicht vertrauenswürdig für einen Staat sozusagen. Angebot von Basisdaten. Es werden Use Cases, zwei bis drei Use Cases gemacht, um das auch zu verstehen, und wir werden sie erklären. Da fangen wir an jetzt am 16. Oktober mit den ersten Semantic Web Meetups in Wien, wo wirklich Hand angelegt wird, wie bedient man denn das? Wir haben sehr viele Web Developer, Linked Data ist ein bisschen vom Datenmodell anders zu verstehen, technisch gesprochen, und wir wollen hier unterstützen und gemeinsam diese Dinge anschauen, einbinden von allen relevanten Stakeholdern wie immer. Ja, das war es eigentlich von meiner Seite. Da sehen Sie, das war die Pressekonferenz vom Open Data Portal und das spricht so ein bisschen durch. Also wir haben vom Bundeskanzleramt über Judith Packard in der Mitte, interessanterweise, die Dame von Wikipedia und mich, also die Community, die Wirtschaft, die Verwaltung, arbeitet zusammen und das Motto ist Datenaustausch erwünscht. Vielen Dank. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich finde den, wo ihr sicher voraus seid, ist so wie üblich beim Charme. Ich fand ja Basisdatenbouquet
fand ich sehr charmant. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr hübsch, müssen wir auch haben. Ich habe eine Frage mitgenommen und ich lese sie gleich ab. Welche Argumente, Daten zu öffnen, wirken denn bei NGOs und Privaten am besten? Was ist die Erfahrung? Gut, nach wie vor, also NGOs ist relativ klassisch die Transparenz. Also in NGOs, in NPOs hat man erfahrungsgemäß in der Mission drinnen stehen, Knowledge Sharing, Wissen teilen. Also dieses Argument zu nehmen und gemeinsam zu besprechen, und das ist ähnlich bei der Zivilgesellschaft, wenn man den Begriff Zivilgesellschaft wahrscheinlich diskutieren muss. Also das ist eindeutig dort der Punkt, dort ist es nicht, oder auch die Sichtbarkeit, weniger vielleicht zum Teil die Innovation, aber vor allem dieses Motto Wissen teilen als Mission, als Aufgabe. Mhm. Ja. Okay, danke. Kannst du vielleicht noch ein Wort sagen für den Austausch Schweiz-Österreich oder Schweiz-Deutschland-Österreich? Funktioniert das? Wie funktioniert das? Ja, gern. Wir beide sind ja involviert, wir telefonieren alle regelmäßig, so alle paar Wochen, miteinander und erklären uns dann gegenseitig, was denn so in diesem Dach Lee, wie auch immer wäre das Lee. Also Lee haben wir nicht, wir haben nur Dach in diesen Gesprächen. Da trifft sich die Community, sprich die OKF in Österreich, Deutschland und Schweiz, und wir tauschen uns sehr rege aus und intensiv, nicht nur in diesen Telefonaten, auch zwischendurch. Das ist hauptsächlich auf Community-Ebene. Was ich weiß, bin ich aber nicht wirklich involviert, ist, dass auf Verwaltungsebene Ähnliches passiert. Da gibt es ja die Dach-Lie-Konferenzen. Genau. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Nochmal Martin.